bei Stuffing-Teil 2. Wir haben bei dem ganzen Prozedere hier nur ein Problem. Wenn ich zum Beispiel in HTML eine Webseite erstellen will und ich möchte in dieser Seite, die ich in HTML programmiere, die Programmiersprache HTML erklären, habe ich das Problem, dass ich mit B und B für Bold sozusagen einen Text fett setze. Das, was hier drin steht, wird fett gemacht. So, wenn ich jetzt aber hier drin nun erklären möchte, dass diese Zeichenkombination hier fett bedeutet, dann muss ich ein sogenanntes Entity verwenden. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Das kann zum Beispiel und NBSB oder so ähnlich ausschauen für ein Leerzeichen. Wenn diese Zeichenkombination genauso in HTML vorkommt, schreibt der Browser deines Vertrauens sozusagen ein Leerzeichen hinein. Wenn man ein normales Leerzeichen setzt, ist nie hundertprozentig sicher, was genau dabei rauskommt. Als Beispiel möchte ich hier zum Beispiel zeigen, wenn ich als Flag ein Escape setze. Ich kann hier zum Beispiel das Original Bytes, die ich senden möchte, haben. A, ein Flag und ein B. Ich habe jetzt zum Beispiel als Regeln für das Ganze aufgestellt. Jedes Flag wird durch Escape und Flag sozusagen umgewandelt. Jedes Escape wird in Escape und Escape umgewandelt. So. Als Beispiel, was hier als Output rauskommt, wenn ich A ein Flag und B habe, verwandelt sich das A in ein A, dann das Flag in ein Escape, ein Flag und ein B. Beim zweiten Beispiel nehmen wir ein A, ein Escape und ein B. Hier bekomme ich nun was? Ich bekomme ein A, ein Escape und ein B. Hier folgt jetzt quasi diese Regel hier. Beim ersten folgt die ganz obere. Als drittes Beispiel nehmen wir ein A, ein Escape, ein Flag und ein B. Hier haben wir nun das Output ein A, das A wird sozusagen zu meinem A, ein Escape, Escape. Das hier wird sozusagen zu dem hier. Dann ein Flag. Bekomme ein Escape. Und ein Flag. Das hier wird sozusagen zu dem hier. Und ein B. Das bleibt sozusagen gleich. Und als letztes Beispiel nehmen wir hier ein A, ein Escape, noch ein Escape
und ein B. Was bekommen wir nun? Hier bekommen wir nun ein A, ein Escape, noch ein Escape, noch ein Escape, noch ein Escape und als Abschluss ein B. Und noch einmal zur Verdeutlichung, das hier resultiert aus dem hier. Das hier resultiert aus dem hier, das hier aus dem hier und das B resultiert aus dem hier. Bei diesem Verfahren haben wir nur den Vorteil, dass man automatisch quasi eine Art Fehlerkorrektur hat, würde ich persönlich das jetzt nennen, wo man automatisch wieder sieht, wenn ein neues Datenpaket, ein neues Frame anfängt und sozusagen wieder eine Synchronisierung möglich ist, dass man weiß, wo fängt ein Datenpaket an und wo hört das Ganze auf.